Und zurück zu Final Fantasy 15, der mittlerweile schon 31. Folge. So, weiter geht's mit der Quest, das Gipfeltreffen zur Residenz der Premierministerin begeben. So, dann schauen wir doch mal, ob wir da auch gleich hinfinden. Laut Karte geht's hier lang. Schauen wir mal, ob uns sie überhaupt reinlässt. So, wir sind jetzt eigentlich da. Ah, was gibt's hier? Ich glaube, das haben wir vorher schon gesehen, oder? Kann das sein? Okay, ist voll. Gehen wir mal hier hoch. Die Stadt ist wirklich sehr romantisch. Findet ihr nicht auch? Und dann bin ich nur mit Kerlen hier. Dafür sogar drei davon. Da kann man nichts machen. So, hier ist die Residenz. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Die Residenz betreten. Sobald die Verhandlungen mit der Premierminister begonnen haben, kannst du nicht mehr in die Stadt zurückkehren. Okay, machen wir das mal. Verhandeln wir doch mal mit ihr. Schauen wir mal, was sie uns zu sagen hat. Irgendwie ist die mir unsympathisch. Aber ich glaube, Politiker sind immer unsympathisch, oder? Oder was sagt ihr dazu? Camelia. Danke, dass ihr gekommen seid. Bitteschön. Die Verhandlungen mit der Premierministerin stehen unmittelbar bevor. Jetzt kann Noctis beweisen, ob er wirklich das Zeug zum Staatsmann hat. Keine Ursache. Kommen wir gleich zum Punkt. So, können wir gleich zum Punkt. Danken wir ihr doch erstmal. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Für den König von Luzis habe ich immer Zeit. Erst recht, da Wescom so verschwiegen ist. Mir blieb gar nichts übrig, als euch zu behelligen. Momentan weiß ich lediglich, dass ihr der neue König von Luzis seid. Richtig. Sie erwähnten, dass Luna in ihrer Gewalt ist. Das Imperium hat sich sicher auf Luna abgegeben. Besorgt über Akkordo zeigen, besorgt über Luna zeigen, besorgt über Akkordo zeigen. Bringen Sie sich damit nicht in Gefahr? Nanu, besorgt um unser gutes Verhältnis zu Niflheim? Die machen mit uns eh, was ihnen in den Sinn kommt. Das Schicksal der Kanagi liegt also in euren Händen. Vielleicht könnt ihr mir ja Klarheit verschaffen. Was verspricht sich die Kanagi von der Anrufung? Die Wahrheit sagen halt, anschneiden, der Frage ausweichen. Wir sagen natürlich die Wahrheit. Wir haben nichts zu verbergen. Die Vorbereitung einer Segnung. Die Göttin soll mir Kraft verleihen. Aha, das hatte ich fast vermutet. Ein König mit göttlichen Kräften. Aber ob die Göttin damit ebenso einverstanden ist? Ich muss vor allem für die Sicherheit von Altissia sorgen. Deshalb würde ich gerne zunächst von euch wissen, was bei Titans Anrufung geschah. Wir sagen wieder die Wahrheit, wir haben nichts zu verbergen. Ich glaube, mit der Wahrheit kommt man immer am weitesten. Auf mich übertragen. Also genau wie es die Legenden berichten. Niflheim fürchtet dies. Und hat seine ganze Armee in Bewegung gesetzt. Uns steht also bald schon Ärger ins Haus. Die Zeichen stehen auf Krieg. Doch Krieg kann ich hier nicht gebrauchen. Weder von Göttern noch vom Imperium. Auf mögliche Niedergang Niflheims anspielen, Zerstörung der Stadt ansprechen, auf Unausweichlichkeit pochen. Wir machen mal Zerstörung der Stadt ansprechen. Was passiert denn dann? Ein Kampf in der Stadt wäre tatsächlich verheerend. Evakuierungspläne sind bereits in Arbeit. Was für Evakuierungspläne?
Und dafür brauchen sie uns. Ihr habt es erfasst, vorbildlich. Aber lasst mich doch bitte der Reihe nach erklären. Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Helft mir, mein Volk zu schützen. Und ich werde die Zeremonie dulden. Ja, okay, das machen wir doch. Wir bieten natürlich die Hilfe an. Na gut, von mir aus. Hab wohl keine Wahl. Sehr direkt. Das gefällt mir. Wie versprochen, werde ich die Anrufung in meiner Stadt dulden. Und eines noch. Nach dem Ritus sind mir die Hände gebunden. Ihr seid dann auf euch alleine gestellt. Okay, ich zeig mir mal zuversichtlich. Klar, kein Problem. Wir erledigen das. Vielen Dank, Majestät. Aha, jetzt bin ich doch der König. Es gibt schließlich nicht viele Krieger, die es sogar mit Luftschiffen aufnehmen. So lautet mein Angebot. Schützt mein Volk, bekämpft das Imperium. Sind wir uns in diesen Punkten einig? Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, wir bieten ihr mal das Bündnis an. Kann nie schaden. Ja, wir werden für sie kämpfen. Ist das so? Wunderbar. Ja, ich verspreche, dass die Kanagi vorerst sicher ist. Und nur für den Fall der Fälle, sollte mein Volk in Gefahr sein, werde ich weder auf Kanagi noch Könige Rücksicht nehmen. Okay. Das ist nicht gut. Das werde ich mir merken. Zum Wohle seines Volkes muss man manchmal auch unangenehme Entscheidungen treffen. Ja, stimmt. Ja, das sehe ich ein. Aber ihr wollt es nicht akzeptieren. Habe ich recht? Ihr seid sehr jung. Die Zweifel seien euch gewährt. Pardon, es ist soweit. Zum Schutz der Bevölkerung benötige ich 3 Männer. Die Wahl liegt bei euch. Das Imperium überlässt nichts dem Zufall. Die Niflheimer Flotte nähert sich mit 4 Harpunierern. Dies war ein höchst konstruktives Gespräch. Möge uns allen Glück beschieden sein. Ja. Was? Die Verhandlungen wurden mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Okay. Das ist doch schon mal was. Aufgabe abgeschlossen. Das Gipfeltreffen. Okay, dann hilft uns hier anscheinend auch ein bisschen. Ich werde tun, was ich tun kann. Gut. Deine Offenheit sei dir jedenfalls gedankt. Was soll ich sagen? Auch ich habe Mitgefühl. Hin und wieder. Hin und wieder. Der Verlust von Regis, der Verlust des Kristalls. Seit dem Tod der letzten Kanagi hat sich viel verändert. Das Imperium hat in den letzten 10 Jahren über die Stränge geschlagen. Der Tag des Ritus. Während des Ritus muss die imperiale Armee von jemandem in Schach gehalten werden. Ja, sonst wird's nichts mit den göttlichen Kräften. Uns dreien hat man aber den Schutz der Zivilisten aufgetragen. Ja, aber vielleicht können wir trotzdem etwas für die Herren der See tun. Aha, und zwar was? Noct, spring rauf zu den Schiffen und schlag ihre Anker ab. Diese Harpunendinger meinst du?
Zwei Schiffe weniger sollten reichen. Dann können sie die Göttin sicher nicht mehr zügeln. Guter Plan. Aber geh mit Bedacht vor. Wenn die Segnung misslingt, war alles umsonst. Handle den Umständen entsprechend. Okay, verstanden. Lunafreya Nox Florate. 12 Jahre ist es her, dass Lunafreya Noctis das letzte Mal sah, nachdem der Okay, konnte ich nicht lesen, Leute, Entschuldigung. Zu versenken. Dann können sie nicht anders, als euch zuzuhören. Doch ihr wird gut bewacht. Besser noch als ihr selbst, werte Kanagi. Verstanden. Dann werde ich ihn am Altar entgegennehmen. Gut. Denkt daran, dass euch eine imperiale Eskorte begleitet. Ja. Betrachtet sie doch einfach als notwendiges Übel, um den Pakt zu schließen. Ich danke euch. Nach der Zeremonie steht es euch frei zu gehen. Aber wir werden euch nicht mehr schützen. Selbstverständlich. Ihr solltet jetzt gehen. Die Menge erwartet euch. Oh mein Gott. Das Protektorat Accordo, ein Inselstaat mit der malerischen Hauptstadt Altissia, die von unzähligen Kanälen durchzogen wird. Seit seiner Niederlage gegen Nilfheim vor 150 Jahren ist Accordo ein imperiales Protektorat mit eigenständiger Regierung. Alles klar. Bist du schon angekommen? Ja. Denk an den Plan. Ihr auch. Natürlich. Oh Mann, so viele Leute. Dass so viele kommen. Bitte? Was muss ich jetzt nicht machen? Ich renne einfach mal vor. Okay, Zwischensequenz. Lunafreya, meine Frau sozusagen, die ich mal heiraten soll. Hört mich an. Ich hoffe innigst, dass meine Worte die Herzen jedes einzelnen Menschen auf ganz Eos erreichen. Die Welt ist dabei, ihr Licht zu verlieren, wenn wir nichts tun. Werden wir bald vollständig von der Finsternis verschlungen. Es ist die Finsternis, die Trauer und Zwietracht in uns sät. Denkt an die Tragödie von Lucis. Denkt an die vielen Opfer, die der gescheiterte Frieden gefordert hat. An jenem schrecklichen Tage. Luna. Doch, bitte, fürchtet euch nicht. Denn die Götter sind stets an unserer Seite. Sie bannen das Dunkel, lassen die Sterne in Herrlichkeit strahlen. Sie schützen die Welt. Und sie werden auch uns schützen. Heute werde ich hier in Altissia die Göttin erwecken. Leviathan, die Herrin der Wogen, muss uns ihre Kraft schenken. Deshalb bin ich hier. Bitte gewährt mir, den Ritus durchzuführen.
Fürchtet euch nicht. Denn ich verspreche euch, wir werden die Dunkelheit vertreiben und der Welt ihr Licht zurückgeben. Vertraut eurer Kanagi und euren Göttern! Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber man kann es nicht verhindern. Ich danke euch. Das ist sehr, sehr traurig. Noct, das Imperium ist hier. Ja, das sehe ich auch. Kletter irgendwo rauf, von wo du Schiffe erreichst. Sie sollten schon bald im Hafen sein. Okay, kümmert euch um den Rest. Klar, wird erledigt. Jetzt geht's also los. Anrufung der Götter. Der Kanagi ist es möglich, mit den Göttern zu kommunizieren. Um den Menschen zu helfen, schließt sie manchmal Pakte mit den Göttern ab. Okay. Schauen wir mal, was das für ein Pakt wird. Ich glaube, das Ritual beginnt. Aber ob diese gut ist, ich weiß es nicht. Mein Name ist Luna Freya, vom Blute der Kanagi. Erhöre mich, Leviathan. Gewähre dem König für den Kampf um sein Erbe deinen Segen. ETF Leviathan. Ja. Noct, die Göttin ist erwacht. Verdammt! Keine Panik. Wenn wir fertig sind, kommen wir. Das Imperium kreist die Göttin ein. Beeilung. Bin unterwegs. Ritus hat also begonnen. Sieht so aus. Los, Luna braucht unsere Hilfe. Platt hier. Okay, weiter geht's. Ja, die Königswaffen nehmen wir natürlich noch nicht her. Oh.
Können wir uns einen Heiltrank nehmen noch? Ja. Machen wir jetzt ein Rennen. Dann sind wir voll. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst, Leute. Alter. Dass nur der erwählte König das Dunkel vertreiben kann, muss ich eine Göttin belehren. Okay, ich glaube, die hat keinen Bock zu helfen. Er hat schon einen blauen Fleck. Gebete erklingen, um Gnade zu bringen. Und Gnade ist es, die Götter zu Göttern macht. Der König wird sich den Göttern als würdig erweisen. Okay, tickt sie doch nicht mehr so rum. Und ihr? Wir warten unten. Okay, wir können nicht speichern. Stufe 2 Passagiere Platz. Spring runter! Was? Mach schon, schnell! Können wir speichern? Nee, wir können nicht speichern. Sagst du so? Was ist denn das? Eine Leihgabe der Nächsten. Mit direktem Fuß zur Seite. Nicht dein Ernst! Lange überlass es mir! Der Rest liegt an dir! Geht klar! So gut wie erledigt! Du bist echt unglaublich, weißt du? Irgendwie mussten wir noch hinkommen. Nicht schon wieder! Hämliches Mistviech! Und du nach vorn schauen! Alter. Okay. Herrin der See. Beistand befehlen. Befehlen? Los! Segle mich, Rotzbald! Beistand einfordern. Ich bin der König von Luzes! Zick nicht so rum! Mit aller Kraft auf Beistand dringen. Ich bin der König und nicht du. Okay. Du willst also die harte Tour? Okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt gegen Leviathan spielen. Wir probieren es jetzt mal einmal und machen danach auch einen Cut. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, schauen wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge an, würde ich sagen. So, schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Leviathan, okay, Stufe Fragezeichen. Sehr geil.
muss ich dich erst umbringen, ehe du mich segnest. Also, jetzt machen wir... Alter, ich weiß nicht, was ich machen muss. Was ich machen muss hier. Bitch. Yeah.
Irgendwas mit MP. Setz den MP-Verbrauch auf 0. Gib ihn halt selbst. Und erinnere ihn schön an den Kristall. Der Penner, der... Schnell, kleiner Prinz! Die Braut ist am Altar! Der Ring wird den rechtmäßigen König erreichen. Nicht der Dunkelheit. Für immer seinen Frieden finden. Penner. Ihr zuerst, werte Luna Freya. Ruhet in Frieden. Verstanden. Yeah.
jetzt anscheinend auch mehr Energie. Klopp. Yeah.
Renn, komm. Ciao Bella. Okay, Leviathan ist down. Ging noch ganz gut. Okay, ich muss sagen, er war wirklich nicht schwer, der Kampf. Also man konnte eigentlich gar nicht sterben. Ich habe das erste Mal geschafft. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir es nicht schaffen, das erste Mal. Aber es ging noch ganz gut. O Eos, Quell allen Lebens. Oh.
Der Titan hat uns geholfen. Und eine Zwischensequenz. Noctis? Luna? Du hast mich also gefunden. Ja, natürlich. Dass wir uns noch einmal sehen. Ich bin so froh. Wie meinst du das? Wieso sollten wir uns nicht sehen? Weil meine Gebete erhört wurden. Meine Bestimmung ist erfüllt. Ja, aber das hat doch nichts mit uns zu tun. Du bist auserwählt, Noctis. Die Sterne leuchten nun für dich. Und du sollst das bekommen, was dir rechtmäßig zusteht. Weißt du noch die Blumen in Tenebrae? Kommt mir vor, als wäre es ewig her. Sie blühen noch immer für dich, in den Tälern und an den Hängen. Bist du auch dort? Ich wünschte, ich könnte bei dir bleiben. Doch dieser Augenblick muss uns reichen. Warum? Ich wollte dich doch retten. Wenn die Welt um dich einstürzt und es keine Hoffnung gibt. Wenn du alleine bist an einem lichtlosen Ort. Dann schau zu den Sternen. Wisse, dass ich dort bin. Und dass ich für immer über dich wachen werde. Leb wohl. Geliebter Noctis. Zurück. Okay, ich hoffe, das war wirklich nur ein Traum und Luna Freya lebt noch. Ich sag den anderen Bescheid. Kann aber ein bisschen dauern. Bist du verletzt? Es war ein hitziger Kampf. Da fallen Opfer. Und Luna? Ist eines davon. Oh. Seine Frau, seine Geliebte, ist anscheinend gestorben. Und die hat's nicht nur geträumt. Das ist von... sehr, sehr traurig.
Okay, damit ist die Aufgabe abgeschlossen, Leviathan singen. Ich finde, ein sehr, sehr actionreicher Part, aber auch ein sehr, sehr trauriger Part. Und damit würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Sehr, sehr traurig. Bleibt auf jeden Fall dran. Vielleicht ändert sich hier noch ein bisschen was. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Wischt eure Tränen ab. Bis dahin, ciao, euer Andi.